Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Rosenkreuz Stilett. Ich bin ja 93 Stufe. Ja, welchen von Ihnen ist es wahrscheinlich klar, aber als ich das beim letzten Mal das Spiel beendet habe, habe ich es total vergessen. Bei diesem Spiel wird ja mit Passwörtern gearbeitet und das letzte Passwort, was ich bekam, hat mich am Anfang dieser Cast Stages zurückgeführt. Es hat nicht gespeichert, wie weit ich gekommen bin. Ja, und deshalb habe ich jetzt einen Energietank weniger. Aber wie ihr seht, ich habe... Da kommt ein Zombie. Hey, doch nicht, okay, dann halt nicht, okay. Ich musste all die Level nochmal spielen und ich kann euch sagen, obwohl ich die Schwächen der Bosse wusste, war es ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung warum. Und ja, jetzt bin ich wieder da, jetzt geht's wieder los und ich werde mir diesmal vornehmen, also ab diesem Video hier, werde ich versuchen, das Spiel zu beenden. Also alle restlichen Level zu schaffen. Komm, kann ich dich besiegen? Wie wird er dein Feuer stößt? Ah, verdammt. Putsch dir mal die Zähne, du Jumpy Demon. So wirst du niemals eine Freundin treffen. Kein so schönes Mädchen wie ich. Okay, woran bin ich gestorben? Jetzt erinnere ich mich. Es war an dem Plünsprung von dem Boden, der weggefallen ist. Haha, das war knapp. Jawohl. Wunderbar. Wieder voller Leben. Und auch wieder. Meine wäre schief gegangen, meine wäre ich abgerutscht. Und auch wieder voll. Volles Wasser. Don't drop the frame. Please. Okay, da hat es angefangen mit dem. Genau, da hat es angefangen. Da habe ich den Freudenstachel genommen, das weiß ich noch. Der schöne Freudenstachel. Hui. Hulala. Hippala. Nein! Oh. Naja, ich hatte ein extra Leben. Am besten eigentlich. Wobei, vielleicht ist der Lustatem mir stark gegen die. Weil ich denke, es gibt immer eine Waffe, die einen Gegner auf jeden Fall mit einem Schlag tötet. Ja, ja. Das war gut. Ja, hier war ich gestorben. Okay. Da. Oh. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, der kleine Schädel hat mich gerettet. Okay, was kommt jetzt? Haha, ich bin gespannt. Vielleicht sowas wie ein Werwolf. Also der Bogen würde ja schön passen. Oh oh. Ach nee, keine Sense. Ach bitte, kein Tod. Das waren keine Sensenmänner. Ich hatte bei mir meine Rockwell schon mit Sensenmännern zu tun. Oh ja, it's a huge scythe. This blade. It can't be. You recognize it, Tia? The wield of the demon sword, Washward, and the devil's scythe crescents, Sir Wymond's Safer. Huh? There isn't a man alive who doesn't know his name. But I heard the scythe just disappeared when he passed away. Also sie ist verschwunden, als er gestorben ist. Oh oh. Wait, Safer? Yeah, Crawler's grandfather and mentor. I knew him well, also ihr Großvater und Lehrer. Ah. I have been waiting, Spiritia. Endlich eine männliche Stimme. Who's that? Ist es... Ah, das... Tut mir leid, jetzt habe ich es übersprungen. That was a name I carried when I walked among mortals. Yes, but the label carries no meaning for me now. You're kidding, right? He's a ghost? I can't believe it. The Count is even using the forbidden art, die Toten wieder ins Leben zurückzurufen. Der muss ins Gefängnis, der darf nicht über los, keine 200 Golddublonen einnehmen, Bastard. This is freaky. Du bist eine Elfe. Das findest du freaky? Okay, naja. Es hängt davon ab, was in ihrer Welt freaky ist. Sir Raimund, what the Count is doing is wrong. I care not for the matters of mortals, nor the motives of my summoner. I crave one thing alone. Battle. No way. Prepare yourself, Spiritia. I shall bestow upon you a glorious death.
Heißt das, wir kämpfen gegen die Sense? Moment. Okay, geh mal strategisch an die Sache dran. Es war der Großvater von ihr. Vielleicht ist es... Ich glaube, es ist die Schwäche. Es macht Sinn, wenn es der Großvater ist, das Blut. Wow. Ach du heilige Fresse. Mama mia im Himmel. Are you kidding me? Ich vermute nur, wenn er den Schwertangriff macht, kann ich ihm schaden. Ach je. Nee, ich bin weg. Okay, ho. Alter, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich treffe den nicht mal. Freudenstachel. Warum kann ich ihn nicht treffen? Alter. Sicher, dass es der Großvater von der ist und nicht wirklich tot? Na, das war's mit der Waffe. Ich konnte aber wirklich nichts mehr machen, Leute. Also das ist echt die... Boah, du kommst jetzt immer wieder in heftigen Varianten vor, was? Dass ich sogar gegen eine Sense kämpfen muss. Na super, die macht sogar kleine Sensen. Yep. Autsch. Soll ich das wirklich machen? Nein, ich denke, ich brauche die Schwäche. Grollers Schwert. Oder Groll? Wie heißt die nochmal? Grollschwert, Groller, keine Ahnung. Deren Schwäche muss es sein. Hör mir doch auf, hier diese lieblichen Worte hier ins Öhrchen zu flüstern. Vielleicht wenn ich die Zeit anhalt. Nope. Würde ich mal nicht behaupten, dass es was bringt. I expected more from you. Mhm. Und deshalb auch das Bild von dem Sensenmann hier. Okay, da habe ich mir jetzt ja was vorgenommen, jetzt das Spiel zu beenden. Hoffentlich schaffe ich das bis zum Abendessen. Naja, zumindest kriege ich hier immer wieder einen Energietank zurück. Naja, immer knapper muss ja immer gehen. Nur wie kraft, ich glaube, wenn die Sense kann ich sehr gut mit dem Angriff treffen, aber ihn selber irgendwie nicht. Also es ist so ähnlich wieder wie bei Deathman bei Mingman Rockforce, dass der Sensenwirbel mich reinzieht. Aber keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich kann ihn nur angreifen, wenn er diesen Schwertangriff macht. Es könnte aber auch nur wieder meine Einbildung sein. Nur, es muss... Und da kriege ich sogar ein Leben wieder. Sehr schön. Es muss einen Moment geben, wo er angreifbar ist. Nur wo ist das? Das ist die Frage. Vielleicht sollte ich es behalten. Den Liebesturm ist vielleicht besser für dieses Gebiet hier. Ein Hopp. Die Stages sind nicht lang, dafür sind die Bosse aber umso härter. Ein Hopp. Nein! Ach komm schon. Ja, bla bla bla. Ich könnte euch auch verkotzen. Okay, welche Waffe hatte ich verwendet? Jetzt habe ich's. Bin ich blöd. Lili! Meine kleine Zuckerfee! Du wirst mich beschützen, oder? Och, Lilly, ich liebe dich. Na?
Und schon wieder den Sprung versammelt. Lilly, folg mir doch nicht nach. Du kannst fliegen. Na, okay, dann doch am besten den Freundstachel. Es muss ein Angriff sein, der schnell, präzise und gut zu lenken ist. Nein! Oh, verdammt. Da hätte ich jetzt das gebraucht. Okay, ich habe nur noch einen Versuch, oder? Yep. Das verbraucht aber wenig Muni. Ah, ne, ich hatte Muni wieder eingeladen. Aufgeladen, oder? Okay, wenn ich dann diesen Part habe... Okay, jetzt. Alles klar. Wunderbar. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich möchte aber zumindest noch die Zeile lesen, die ich aus Versehen übersprungen habe. Okay, da haben wir eine große Sichel. Eine große Sense. Das ist der Großvater, natürlich, natürlich. Nachdem. Ja, genau, jetzt kam's. This voice. Sir Raimund. Ach, Sir Raimund, so hieß der also. Sir Raimundo. Das hört sich nach dem Namen eines Liebhabers an. So. Okay, komm mal her. Du bist mehr creepy, mein Freund. Wie kann ich ihm schaden? Lilly, meine Zuckerfee. Nein. Okay. Ich hab keine Ahnung, Leute. Klagenharnisch. Jawohl. Ich bin mächtig genug, sogar den Tod zu besiegen. Hoppala, da hat er den Kopf verloren vor lauter Fassung. Entschuldigung. Please, rest in peace once more. Oder eher rest in pieces, also Ruhe in Stücken. So sah das für mich eher aus. Tia. Let's go, Lilly. We have to put an end to this. Stimmt, das war die letzte Stage. Vor der finalen Stage. Wenn das jetzt das Finale wird, naja, das werdet ihr am Part sehen. Echt. Hat der Macher dieses Bild selbst gemacht, diese Bilder in dem Spiel? Einfach wunderbar, wunderbar. Die möchte ich mir ausdrucken und... Was hat der... Warum dieses Gewirrwarr? Der ewigen Dunkelheit. Yep, definitiv so wie bei Wally. Und runter geht's. Aha. Du denkst wohl, ich falle darauf rein. Na gut, war sowieso mein letzter Versuch, jetzt habe ich wieder voll Leben. Your day has come, Spirizia. Opa, ja, ich hoffe doch nicht, dass ich gegen den kämpfen muss. Und es wäre immer noch das gleiche Passwort, das heißt, ich müsste nochmal alles machen. Gut, alles voll, ein Energietank. Wunderbar. Bada 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 bada. Mit dich fallen, ja da 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 da. Moment, kann ich hier hoch? Alter, was ist das? Das ist es, das ist die Halle. Die Halle der ewigen Finsternis. Ah. Dich mag ich nicht so. Weg mit dir. Jawohl, richtig so. Alle hopp, ich bin weg. Oh, Moment, ist das sowas wie ein... Ist das sowas wie ein Labyrinth? Ich hätte oben oder unten gehen können. Na, hoffentlich nicht. Nee, bei Labyrinthen bin ich eigentlich nicht so gut. Ey, hoppala. Der will zu mir. Ja. Ja, erwischt. Hm, mal sehen. Also für die ewige Dunkelheit ist es aber ziemlich hell. Oh, guckt euch die Fledermäuse an.
Heppala. Moment, Ledersturm. Ah, natürlich. War auch bescheuert zu denken, dass Regen gegen Blüten helfen kann. Hoppala. Und die Eierlinge. Ja, oh, sie kleinen Mäuschen. Ah, komm schon, lass mich doch nicht von allem hier treffen. Energie, dankeschön. Ich kann oben lang oder ich kann unten lang. Wo bin ich denn hier rein jetzt geraten? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Wie oder was? What the hell? Kann mir mal einer verraten, was dieses Spiel eigentlich genau ist? Ach, ich war zu gierig geworden. Ich... Also, ich hätte auch den unteren Weg können. Oder gab es einen unteren Weg? Ich glaube, es gab einen unteren Weg. Und dann hätte ich das heilige Wasser und das Leben haben können. Naja, das hole ich mir. Jupp. Jupp. Ah, super, ich muss. Ah, deshalb, das erwischt mich nicht, weil das alles nach unten fällt. Warum? Ja, kannst mich aber nicht erwischen. Ach, komm schon. Ah, und keine Energie. Okay, diesmal gehe ich mal unten lang. Ah, nein, das war jetzt nicht so gut. Ah, blöde Aale. Tu mir unter das Kleid rutschen. Bloß nicht fallen lassen. Okay, so langsam wird's dunkel. So langsam merke ich den Namen ewige Dunkelheit. Da. Ah, na toll. Ich wollte nicht springen und ich dachte, ich erwische die Ecke noch. Are you ready to rumble? Of course I am. Every time I start the game, I'm ready to get hurt a lot. Ah, verdammt. Jip! Ah, verdammt. Ich diese Fledermäuse, die schöner Anblick. Schöner Anblick. Kann ich einfach gehen. Okay, gehe ich nochmal den unteren Weg lang. Vorteil zu Mega Man, sie verliert die volle Aufladung nicht. Das finde ich gut. Dankeschön. Und diesmal. Diesmal mache ich euch fertig. Das lange Fledermäuse. Also, es ist kein Labyrinth, sondern ich hätte einfach nur verschiedene Wege gehen können. Was war das gerade im Fenster? Was war das? Hm. Ach, Fledermäuse. Erwischt. Nee. Ich könnte mir schon mal überlegen, was könnte seine Schwäche sein? Vielleicht der Liebessturm. Habe ich gerade echt vergessen zu springen. Bescheuerter Christian, bescheuerter kleiner Christian. You know, hast kaum Speed. Wenn man das in einer lustigen Stimme sagt, dann verliert es all Bedeutung. You know, hast kaum Speed. Ja. Yeah. Alles klar, nochmal von vorn. Aber wie kommt man da an das... Hallo, hopp. Ah, verdammte Kiste. Wie kommt man an das Leben und das heilige Wasser? Da kommt man hinkommen. No, wie? Wie ist die Frage, mein Lieben? Jep. Und jep. Richtig gefallen. Dankeschön. Diesmal gehe ich den unteren nicht mal. Einfach mal alles testen. Stimmt, das war die Kacke. Hallo, hopp. Hallo, hopp. Jep. Aha. Oho. Verdammt, nicht runterschubsen. Sei mal lieb und nett. Und ich dachte, ich hätte darüber gehen können. Ich glaube, ich gehe doch lieber den oberen Weg. Scheint ein bisschen sicherer zu sein. Scheint vielleicht nicht so, aber naja. Der Schein kann trügen. Hallo. So. Ja, und die Dummheit kann natürlich auch einmal ins Handwerk pfuschen. You die hast comes, baby, ja. Come to me, my bad, let us cuddle. Zeppelin Stage. Das ist nicht so schön wie eine Zeppelin Show, das sage ich euch. Also hopp. Dankeschön. So, und diesmal richtig springen. Hämmer die Taste, die zum Springen vorgesehen ist, so tief rein, dass man sieht, wo dein Daumen war. Verewige ich ihn. Jawohl, so ist richtig. Jawohl. Kann ich eigentlich schießen? Nö, kann ich nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen Muni verschwendet. Alles klar, na gut.
Ah. Mami! Ich bin nicht deiner Mutter. Wobei, ich habe ein Kreuz im Harz. Könnte die Mutter sein? Könnte sehr gut sein. Yep. Moment. Man kann nie wissen. Besser vorbeugen als nachweinen. Also irgendwo muss ja ausverkauft sein. Hier oder eine Blutbank ist ausgelaufen. Und deshalb sind die ganzen Fledermäuse unterwegs. Diesmal nicht, meine Freunde. Diesmal nicht. Jawohl. Richtig. Reflex einer Katze. Miau. Okay, der untere Weg wäre besser in diesem Fall. Ja, komm schon. Blöden Aale. Lötchen. Jawohl, richtig, danke. Erinnert mich ein bisschen an die Whitman Stage, dieser Teil. Ein bisschen. Okay. Mhm. Richtig so. Danke. Oh, die brechen weg, oder? Ja. Der blutige Mond und wir sind beim Boss. Okay, ich rüste mich schon mit dem Liegesturm aus. Vielleicht hilft es ja. Ja, so ein roter Mond ist nicht schön. Ist eher unheimlich. Ja, schön haben sie es hier. Hallo. An der Super. Oh, selbst entzündende Kerzen. Gab's die bei Ikea? Alter, echt, was für ein Klischee, der Bösewicht. Im Mantel, sitzt im Dunkeln und spielt Orgel. So, genug getanzt, jetzt geht's in die Vollen. Count. Ich gebe ihm keine klischeehafte Stimme, keine Sorge. Spirizia. Answer me. Why are you doing this? You know nothing. You are oblivious to the truth behind the Empire, are you not? The truth behind the Empire? This land has no emperor. The reins of power lay in the hands of the church. The very church that seeks my daughter's life. Wie bitte? To protect Iris, what choice did I have but to fight? Das heißt, das Land ist unter der Kontrolle der Kirche und die Kirche will den Tod seiner Tochter. Warum? Ist er eine Bedrohung oder wie oder was? What are you talking about? Let us speak of times past. When I was young, a man gave his life for us. The church feared him. He was the most powerful magus in history. His name was Rosenkreuz. Ach, jetzt kommen wir auch mal zur Bedeutung vom Namen des Spiels. Rosenkreuz devoted his life to the Magi, those born with magical powers, and helped them each live lives free of persecution. At the time, the church treated Magi as demons and Rosenkreuz as the devil himself. One fateful day, Rosenkreuz decided to use himself as a bargaining chip. He offered his own life for the sake of his people. With his death, the Empire allowed Magi to live on as its subordinates. Oh, verstehe. Also, die Magis wurden als Dämonen angesehen und dieser Rosenkreuz als Anführer von denen, als der Teufel. Und sie dachten halt, oh, jetzt öffnet sich der Teufel, jetzt sind diese Dämonen in Anführungsstrichen keine Bedrohung mehr und deshalb dürfen sie als Untergeordnete bei ihnen leben. Aber sie haben sich trotzdem nicht voll akzeptiert. Oh, Mann hier. Rassismus in solchen Spielen, das hätte ich nicht erwartet. Ist doch im Grunde Rassismus, oder? Nur weil sie magische Fähigkeiten haben, werden sie verachtet, weil sie anders sind. That is what we are today, RKS, the Blades of the Rose Cross. Untertitel des Spiels wurde genannt. Bravo.
And since then, I too have been a servant of the Empire. Despite that, the Church has bared its fangs at us once more. Fate is a cruel mistress, is she not, Spirizio? Echt, die musst du gleich den Part beenden. Den Kampf mache ich noch. What about Iris? Fate is indeed cruel. My precious Irish. Iris. She was born with every ounce of power that Rosenkreuz accumulated throughout his life. Moment, sie heißt das so viel wie, sie wurde mit all der Kraft geboren, die Rosenkreuz geopfert hat? Dann muss sie ja unglaublich mächtig sein. In other words, she is the reincarnation of Rosenkreuz? Lily, du hast es gerade besser verständlich ausgedrückt, als ich es jemals machen konnte. Deshalb bist du meine Zuckerfee. That she is. You have borne witness to it yourself, Spirizia. The rapid development of her abilities. I am grateful she was also blessed with intelligence. She quickly learned to control her powers. Moment, heißt, jetzt sag nicht, die Ewe steckt dahinter. Ich dachte, die wäre die Nette. Schon wieder das Klischee. Die Nette am Anfang ist der Bösewicht. Am Schluss. Thanks to that, I was able to conceal her talents, lest the Church learn of them. However, I was careless. I had never considered that a spy might be in our midst. Ein Spion wäre. A spy? In RKS? I, of course, paid the utmost caution. I shared her secret with only the select few I felt I could trust. Such naivety on my part, I could not have imagined that Karl was a traitor. Where's Karl? Huh? Karl? Karl? You mean Libeas brother? Wasn't he catched up by the Empire? Ach so, deshalb haben wir haben ihn nicht gesehen, nur von ihr der Libea gehört. It seems the Church learned of Iris. Spielt er eigentlich die ganze Zeit? Sitzt er so nebendran und schaut uns an und der, was spielt er hier, dieses frohlockende Lied? It seems the Church learned of Iris and her gifts through Karl, but I was able to preempt their plans. In order to protect Iris, ist ganz schön langer Text, ich weiß, I launched a cube against the Empire. That was the only option available with our current strength. With a mere moment of preparation, I organized our attack. So that's why. Then this whole A New World for Marie deal is just a big lie? Had the people known there was a traitor among them, it would have caused an uproar. This is the first I have told anyone of my true motives. I was also concerned that had the truth come to light, Libea would undoubtedly become our adversary. Instead, I informed her that Karl had been taken captive. Er hat sie alle angelogen. Oh. Wenn die das noch früher erfahren würden, die wären so sauer auf dich. Powerful, so she is. She is a pacifist through and through. Also sie ist jemand, der eigentlich keine Gewalt anwendet, oder? Hm? Das war's, glaube ich, Pazifist, oder? I was unable to persuade her to fight alongside us, but I managed to avoid her becoming an obstacle. Still, such a talented young Marcus would have made a fine addition to our forces. Oh, wie lange redet er denn noch? In any event, I told no lies, creating a world for Magi and ensuring my daughter's safety are one and the same. You... My only miscalculation was that you would be at the Imperial Training Hall. To be quite honest, I would have preferred to have you with your unrivaled sense of justice to lead us into battle. I ask you, Spirizia, will you return to our side? You know well enough that there is no sense in fighting for the Empire. Tia, I... Don't get what's going on anymore. So langsam ich auch nicht, Lily. Also da sind wir schon zwei. Lily, my feelings won't change. Count, you're wrong. You doubt my words then? No, I think you're telling the truth. But can you imagine how hard it is
how hard it must be for Lily here and all the other creatures of the forest to have their homes burned to the ground? Tear. I want to protect Iris too, but I won't let anyone be sacrificed. There has to be another way. Such naivety. You're still a child, after all. You're a coward. Oh, er ist ein Feigling. Aha. You got scared, ran away, and lashed out like a cornered beast. You claim to be any different? I won't run away. Not from my power, and not from my fate. I'll stop you and protect Iris myself. Empty platitudes. If you're so certain of yourself, then show me the truth, extent of your power. Okay, das ist nicht die Schwäche. Okay, vielleicht. Eh. Ich glaube, das ist die Schwäche. Ich habe nur gesehen, er macht was mit Feuer und ich könnte es schaffen. Ach, verdammt. Diesmal erwische ich dich in meiner. Oh, Backe. Okay, ich habe ihn bis zur Hälfte. Ach, je. What the hell? Are you ready? Würde ich jetzt nicht behaupten, meine Damen und Herren. Ich mache jetzt einen Schnitt, denn macht diesen Kampf. Machen wir im nächsten Teil. Na super, wir müssen echt gegen diesen Dämon, den wir im Bild gesehen haben, kämpfen. Ach, je. Plaghanisch war von seiner ersten Form die Schwäche, aber was ist seine zweite, was ist die Schwäche seiner zweiten Form? Keine Ahnung. Das werden wir im nächsten Teil herausfinden. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns in der Fortsetzung wieder von Rosenkreuz Stilett. Ich bin der 93 Chobu. I love to entertain you. Tschüss and goodbye. Bald kommt das Finale. Oder ist das Finale? Ich kann es nicht wirklich sagen. Also, tschüssikowski.